Wir begrüßen Sie zur heutigen Ligapartie. Wolfuß und Frank Puschmann sind für Sie live vor Ort. Und ich erwarte einiges vom heutigen Spiel, Wolf. In wenigen Augenblicken dürfte es dann auch losgehen. Borussia Mönchengladbach will heute direkt den nächsten Erfolg nach dem Auswärtssieg, als es gegen Borussia Dortmund ging. Dieses überzeugende 3:0 wird natürlich einiges an Selbstvertrauen verleihen. Ich denke, das geht so weiter und sie gewinnen erneut. Sie haben sich einen neuen Mann für die Defensive geangelt. War vielleicht überfällig, ne, Buschi? Ja, da hatten sie auf jeden Fall Bedarf. Er wird sie stärker, stabiler machen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Fabian Johnson. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt schießt er. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Mali. Der Verteidiger stört ihn. Das macht er genau richtig. Er bleibt am Gegner dran und holt so den Einwurf für sein Team. Da kommt der schnelle Einwurf. Baumgartlinger. Bengtsson. Rosinski. Hazard. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Janschke. Sehr gut reingespielt. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Eine wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion vom Torhüter. Es gibt Ecke. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Das war einfach. Und er hat den Ball. Frei.
kommt der Schuss. Klasse Versuch, ganz knapp nicht drin. André Hahn. Hazard. Wird's jetzt gefährlich? Stindl. Schussversuch. Super Einsatz vom Torhüter. Über die Torauslinie, Ecke. Gute Parade bei diesem Eckball. Mali. Da zieht er ab. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Clemens. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Er hätte auf Leihbasis wechseln können, aber das Angebot hat er abgelehnt. Ja, das kann ja nur heißen, dass er hier nochmal angreifen will. Wir werden sehen, ob das eine kluge Entscheidung war. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger Druck dahinter und so kann er ihn nicht platzieren. Per Kopf verlängert. Baumgartlinger. André Hahn. Der Ball kommt. Geht er rein. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Die Flanke war richtig präzise, konnte aber leider nicht verwertet werden. Versuch. Frei. Das wird gefährlich. Problemlos hat er hier den Ball. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Jetzt gibt's Abstoß. Paul Pogba ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Juventus Turin. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Xhaka. Stindl. Jetzt schießt er. Oh, der war ganz knapp. Das hätte die Führung sein müssen. Hat nicht viel gefehlt. Bengtsson.
super gemacht, jetzt hat er den Ball. Da passt er auf, Ball geklärt. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Wendt. Mali. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er zieht ab. Klasse aufgepasst vom Torwart. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. 0:0 zur Pause. Reporterfrage von mir an dich. Woran liegt's? Ja, zumindest nicht an mangelnden Torchancen. Davon gab es ja einige. Aber die Abschlüsse müssen besser werden. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schuss! Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Baumgartling. Bengtsson. De Blasis. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Tolle Flanke! Super Flanke. Sehr gut reingespielt. Da ist er da und hat die Flanke. Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Baumgartling. Dickwerder, toll. Stark vom Verteidiger. Einwurf. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es zu Hause gegen den Hamburger SV. Eine interessante Konstellation. Wir sind mit von der Partie. Der Trainer wird wechseln. De Blasis. Gefährliche Flanke. Schauen wir uns mal den kommenden Gegner der Mainzer an. Ja, es geht dann gegen Hannover 96 im nächsten. Ganz, er versucht's. Gute Aktion vom Torhüter. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Der Ball geht an die Hand, abgepfiffen. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Schussversuch. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Johnson. Xhaka. Macht ihn! Ja, er macht ihn!
muss er doch hinter sich greifen. Dabei hat er bisher so stark gehalten, aber da war nichts zu machen. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Ein tolles Spiel. Und jetzt endlich auch der erste Treffer, Buschi. Es hätten schon einige mehr sein können. Die Teams spielen hier gut nach vorne. Aber die Chancenverwertung bis hierhin, oje, oje. Stindl. Latza. Bengtsson. Da kommt der Schuss. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Gut geklärt, das war wichtig. Souverän, er hat den Ball. Guter Pass, der kommt an. Und er schießt. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Branimir Gota. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Da springt er über die Grätsche und jetzt ist er vorbei. Wendt. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Latza. Clemens. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Okay, jetzt könnte es hier noch mal richtig spannend werden. Sie werfen alles nach vorne, wollen das Tor förmlich erzwingen. Der kommt gut. Macht er ihn? Nee. Das war nix. Der Ball geht vorbei. Da haben ein paar Meter gefehlt. Vielleicht hat er den Ball auch nicht richtig getroffen. Die Fans gehen hier heute richtig ab. Das ganze Stadion singt und feiert. Hier herrscht tatsächlich eine irre Atmosphäre auf den Tribünen. Und natürlich hoffen die Anhänger, ihr Team so zu inspirieren. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Latza. Hier steht es also kurz vor Schluss, 1:0. Wir blicken schon mal kurz voraus. Was ist die nächste Partie, Buschi? Der kommende Gegner der Gladbacher heißt Hamburger SV. Da können sie zeigen, dass sie auf jeden Fall noch besser spielen können. Sehr gut reingespielt. Branimir Gota. Da geht er runter und kann den Ball abwehren.
Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Bungert. Mali. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Schussversuch. Da ist er da und damit weiter nur ein Tor Rückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr, aber sie bleiben im Spiel. Geht ein gutes Stück vorbei. Mali. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Wendt. Chaka. Das müsste es sein. Raphael. Das Spiel endet mit 1:0. Das Spiel war heute richtig gut, fand ich. Und das ist nicht selbstverständlich bei diesen Wetterbedingungen. Ja, sie haben sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen und für die Fans vor allem eine klasse Partie abgeliefert. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Schussversuch. Super Einsatz vom Torhüter. Über die Torauslinie, Ecke. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Johnson. Chaka. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Branimir Gota. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Schussversuch. Da ist er da und damit weiter nur ein Tor Rückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr, aber sie bleiben im Spiel.